Hi, Coin, this world is going up by you. Follow this team and get. Okay. Ich sag's dir, das ist nicht nur ein Gerücht. Was? University Point, diese Siedlung an der Küste, wurde von Synths ausgelöscht. Bist du dir auch wirklich sicher? Awesome. Ja, scheiße. Okay, die Siedlung wurde vollkommen ausgelöscht. Das könnte an uns gelegen haben. Ich glaube, der Cotsworth hat einen erzählt. Also, da sind die gestorben. Was ist denn da hinten? Warte mal kurz. Das ist bestimmt ein Meyerlurk. Tja! Achso, das ist der Homunculus. Hat vielleicht jemand eine Nuka-Cola einfach dabei? Ah, scheiße! Verdammte Langfinger. Der Cotsworth hat das gehasst, aber er haut trotzdem diese Frau. Ich hasse es, dass er dich bestohlen hat. Ich schlag dich jetzt tot. Cotsworth hält halt zu mir. Das ist ein guter. Es ist wirklich ein guter. Okay. Guck mal, ich guck trotzdem mal ganz kurz um, du Spaß. Es wäre geil, wenn ich die Aufgabe einfach sofort lösen könnte. Hat hier jemand eine Nuki-Coli dabei? Hast du eine Nuki-Coli? Nein, aber ich will deine Crown Cakes. Komm schon. Das habe ich gesehen. Das hast du gar nicht gesehen. Du blindes Stück Affenkacke. Du kannst nicht sehen, wenn du schläfst und die Augen zu hast. Du räudiger Affenstreichler. Ich habe früher als Kind übrigens, das wisst ihr gar nicht. Ich habe als Kind ohne Flachs voll gerne, wenn wir im Zoo waren, mit den Affen gesprochen. Also ich stand vor der Glasscheibe und habe mit denen so getanzt und gesprochen. Und ja, ich war irgendwie so das Affenkind. Eigentlich ziemlich beleidigend so für mich selbst, weil ich voll viele Leute als Affenleute bezeichne. Und ich war eigentlich so ein Affenmensch. Aber naja, so ist es halt im Leben, weißt du? Wenn man erwachsen ist, wird man halt auch mal schnell zu einem Affenmensch. Ach, scheiße, hat keiner von euch Nuki-Coli dabei? Ne, egal, wir gehen. Wir gehen zum, Jimmy Team Jungering. Finde Nick Valenbums. Wir gehen ins 8. Revier. Und von da aus geht die Party fucking sick up. My boys and my girls. My girl, ja, so sagt man. My girl. Ah, ich habe gerade gute Laune, weil ich jetzt, einfach noch eine oder vielleicht sogar noch eine zweite Folge hinterher klatschen kann. Und das ist nice. Weil für mich ist natürlich auch voll der Abfuck, also vor allem für mich, wenn ich immer nur 30 Minuten spielen kann und dann einen Tag nicht und dann geht's weiter. Fallout ist ein Spiel, das man so in der Gänze eigentlich, das spielt man eine Woche lang durch oder zwei Wochen lang oder drei und hängt einfach voll drin und weiß gar nicht mehr, wie man seinen eigenen Namen schreibt. Und deswegen ist es so ein bisschen cancerig, aber naja, okay. Which way to go? Okay. Okay, Combat Zone ist auch da hinten. Wir gehen hier durch. Cotsworth, du hast recht. Komm mit. Aber Cotsworth, warte mal, was haben wir denn? Stadtbibliothek Boston. If you believe, they brought a man on the moon. Man on the moon. Oh shit. I need your fucking help, dude. Code, I think this is gonna be so fucking lit. Like a tea. Da steht gar nicht mehr. Hier ist niemand. Hier bewacht niemand die Trinity Plaza. Daneben dran ist der Trinity Tower. I know this because I know this. Oh, scheiße, Drake. You gonna die all together. This is my grenade for you. Have fun with this. Good. Das hat irgendwie gar nichts ausgemacht, habt ihr das gesehen? Kann ich da vielleicht von hinten so ein bisschen ransneaken? Ja. Achtung. Hallo. Die, B. Die. Tja. Oh, hallo, Dog. Oh, hi, Doggy. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ultra, der Mega Monster Kill eigentlich. Das war echt nice, was ich gemacht habe. Ich bin sehr to the freedom with me. Geht da hinten ab. Wo bist du denn jetzt? Okay, die sind schon echt ein bisschen gruselig. Also nicht wirklich gruselig, aber die sind schon so, oh, back off. Man will so ein bisschen zurückgehen, wenn sie kommen. Jetzt speziell diese großen Klumpen. Wenn sie so auf dich zugerannt kommen. Wenn ich ehrlich bin, will ich niemanden retten. Ich würde gern. Okay, der Vorhang fällt. Gehe der Funknachricht nach. Da hören wir einfach mal rein.
Oh Gott, das ist ja... Warum ist das so kacke leise? Ist jemand, der halt um Hilfe ruft, ne? Mayday, Mayday. Warum ist das jetzt so unglaublich leise? Aber die Musik ist so sacklaut. Warte mal. Okay. Auf einmal ist sie gar nicht mehr laut. Das klingt doch jetzt mal vernünftig hier, oder? Also vor allem die Stimme muss natürlich ultra laut sein, ganz klar. Okay. So. Vielleicht können wir so ein bisschen Gedudel anlarben. Wen haben die hier bekämpft? Deine Zeit ist abgelaufen, Arschloch! Da oben. Alles klar, habe ich ja wirklich super getroffen. Wir gehen hier mal ran. Dieses blöde Teil da oben nervt mich. So. Ich dachte, Kotzwürfel reingegangen, aber er ist einfach nur neben der Tür. Das ist echt ein Trickster. Das ist ein richtiger Trickster. I crib your fucking beans, you know? Ja, Beans ist Englisch für Beine. Ich bin halt fortgeschritten im Englischen. So, oh, sogar das Bein abgeschossen. So weit wollte ich eigentlich nicht gehen. Komm her. Nein, er nimmt Stimpack. Schnell. Okay, die Dinger schießen auch voll auf ihn drauf. Der Kacklurche. Bitteschön! Und die ging hoch, oder? Die ging hoch. Ja. Aber ich hab... Oh. Der Gegner ist mutiert. Ja, moin. Bye bye. Sie ist irgendwie von seinem Kopf abgedopst. Aber ich habe Damage gefressen. Ordentlich Damage. Der hat irgendwie ein krasses Gewehr am Start. Aber der eine ist schon mal genatzt. Das freut mich. Wenn jetzt noch seine Bröckel runtergefallen wären, wäre das wirklich vorzüglich gewesen. Wo ist denn der jetzt? Ist der noch da oben? Ja. Da liegt eine Mine rum. Oh. Ist die Mine jetzt gerade hochgegangen? Gerade eben. Und da ist der Legendäre, glaube ich, auch im Arsch. So. Da liegt jetzt natürlich ordentlich gutes Zeug rum, ne? Aber hier wahrscheinlich auch. Wir gucken kurz hier rein. Komm, ich möchte die Dinger looten. Hast du mich gerade irgendwie arschgefickt genannt? What the fuck? Dude. What the fuck, dude? Durch den Zaun durch. Ich bin halt echt ein Tier. Renn doch einfach ab. Ah, das ist was vor dem Zaun gestanden. Okay. Leighton Towers. Shit. Okay. Wir lassen uns den einfach mal weiter schießen. Und picken hier oben alles auf. So. Wo ist Cotsworth eigentlich? Ist er immer noch angefrackt? Gilt er noch da hinten als angefrackt? Von diesen Mutanten runter, weil vielleicht Mutanten in der Nähe sind, geht's nicht? Ist es möglich? Ja, wahrscheinlich, ne? Möglich auf jeden Fall. Es geht noch weiter hoch. Ah, da labert er. Okay. Ist der da oben? Ah! Ich wollte gerade sagen, ist der vielleicht neben mir auf dem Dach? Bye bye. Boah! Den hat er gefressen. Holla die Waldfee. Den Molly hat er so unglaublich hart gefressen. So, Achtung, easy Treffer. Au. Und auch nicht. Okay, easy Treffer. Nicht. Shit. Okay, wartet. So, vielleicht. Ach. So, ich will hier oben nicht dagegen werfen. Gegen das. Er hat in der Luft getroffen. Alles klar, ich gehe runter. Ich komme jetzt ja eh nicht hoch, ne? Ich kann jetzt hier zwar rein, aber diese Innensachen machen wir extra, separat. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter und metzel die Würste kaputt. Ah, aber ich sehe gerade, hier ist eine Verbindung im Haus. Das wäre wahrscheinlich gegangen. Aber ich will jetzt hier ran. Sind die jetzt beide tot? Oh, shit. Wie fies! Sie steht einfach... Okay. Nee, halt, warte kurz. Ich hab das schon 100 Mal hier gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Oh fuck! Oh mein Gott, diese verdammte Bitch.
Ich habe mein Leben im Blick gehabt und dachte mir, es wird echt knapp. Und dann macht sie einfach ein Critical in mein Face, Alter. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Egal, no fucking chance against me, Snitch. Der Plan erfährt eine Änderung. Wir gehen doch hier lang. Und werden jetzt hier durchs Haus gehen, alle Leute wegschnitzeln, die krassesten Mofucker sein. Wir nehmen den Revolver zur Hand, geben nur Headshots, auf jeden Fall, ist logisch, ist klar. Und wir werden auch dabei sehr schön aussehen. Ich bin gespannt, ob das einen ID-Treffer gibt. Die Musik läuft durch und ist zu hören. Hört ihr sie? Okay, jetzt vielleicht nicht. Das ist die. Boom. Jawohl. Kannst du schon trinken? So, hört mal zu. Das ist dieses Adam Bomb, sehr geiles Lied. Okay, wartet mal. Wir haben ja auch die Minen, aber das sind Splitterminen, ne? Wie viele Minen haben wir? 21. Ich gucke, ob das Splitterminen sind. Ich will nicht unsere teuren Impulsminen oder so verbollern, ja. Okay, warte. Cotsworth, du blockst mich ein bisschen. Oh oh. Ich sollte nachladen. Wow. Stimmt weg. Direkt in die Leiche rein. Guck mal, wie die chillt. Oh shit! Ja, jetzt geht's ab. Cotsworth, ich wollte gerade sagen, du wirst angeschossen. Willst du nicht auch was machen? Wir brauchen eine etwas stärkere Waffe wie diese hier. Wir wollen ein etwas stärkeres Gewehr. So für diese wirklich, für die harten Gegner in großer Anzahl brauchen wir einfach eine krassere Bombe. Oh shit. Bye bye. Das geht so einfach nicht. Cotsworth! Ach ja! Der Herr! Ne? Der wahnsinnige Herr. Hier. Krass, man, kein Treffer, okay. Ich weiß, ich bin gleich down. Ich muss kurz ein Ding nehmen. Ich muss was futtern. Wir haben noch Blutgiffersteak und noch Wasser. Wir sind ein bisschen gekrippelt, aber ich werde wieder die Stimpack sparen, oder? Das ist ja gleich wieder weg. Werkzeugkoffer? Merkt ihr was? Da ist er schon verschwunden. Nein, aber. Yeah, was? Gleich ist übrigens der Livestream in einer Stunde. Aber ich werde hier noch durchfuhrwerken. Ja, läuft. Also ich mache diese Aufnahme noch easy fertig und dann mache ich keine zweite mehr. Also alleine schon halt wegen dem Stream-Vorbereitung, da brauche ich Minimum 15 Minuten. Und ja. Ich will es nicht übertreiben, aber ich habe halt dann lieber 30 Minuten Zeit, sonst vergesse ich irgendwas. Was war denn das gerade für ein neues Ziehen der Waffe? Die verschließen einfach alles. Egal, bringt uns Erfahrungspunkte. Sehr schön. So. Mal gucken, vielleicht mache ich die Musik einfach immer lauter und gucke, ab wann sie eben... ab wann sie detected wird von YouTube. Es ist halt bitter, weil wenn sie detected wird, dann lasse ich sie stumm schalten. Und an der Stelle ist dann meine Voice entweder total verzerrt oder, was wir letztes Mal hatten, au! Oder es wird einfach die Voice von vorne abgespielt für diesen Moment. Einfach wieder, hey Leute, willkommen bei Fallout, bla bla bla. Es fängt einfach wieder von vorne an und sobald diese Musik, die ich dann stumm schalte, weg ist, dann ist die Stimme wieder an der richtigen Stelle und es geht praktisch einfach weiter. Aber das ist schon sehr merkwürdig. Was ist das hier für ein geiles Haus? Das hier war ich auch noch nie. Es gibt so viel Zeug, das man entdecken kann. Okay, aber ich lade mich wieder hoch. Ich will jetzt... Ach, wisst ihr was? Was mache ich hier überhaupt, ne? Wir gehen jetzt hoch. Jawohl. Voll viel Zeug hier. Ich denke, dass die meisten schon zu uns hochgekommen... Jawollo. Zu uns hochgekommen sind und es jetzt gar nicht mehr so viele Gegner gibt. Aber ein paar hört man ja noch kämpfen. Ich denke, der Ding rastet richtig aus hier, der Kollege. Der Robocock. Aber er rastet nicht genug aus. Vorkriegsgeld. Yeah. Wie heißt das Gebäude? Ich habe ganz vergessen, wo wir hier sind.
Das sind irgendwelche Apartments, ne? Hier unten ist wahrscheinlich die Rezeption. Da ist natürlich auch ein Safe. Sehr schön. Ich weiß, ich wollte den Detektiv Hinz und Kunst machen, aber ich denke, das ist eigentlich ähnlich geil, oder? Ich finde das Gebäude gerade richtig nice mit den Raidern drin. Cool. Wir können die ausschalten. Ja, nehmen wir einfach alles mit. Das klingt immer so nah. Die sind entweder... Also ich hoffe, dass sie eins über uns sind. Wenn sie noch weiter über uns sind, wäre das echt eine sehr schlechte Darstellung des Sounds. Okay. Ja, okay, hier. Es ist noch... Oh, scheiße. Cosworth. Wow, 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 wow. Er ist gerade eben ultra am Ausrasten gewesen. Ich esse jetzt das Hundefutter in der Dose. Was? Er hat mich einfach gef... Nee. Jetzt, gut, gut. Rast dich so ein bisschen aus. Wir bleiben jetzt doch oben und springen da nicht runter. So, okay. Wir gehen hier weiter rüber. Da liegt noch jemand. Was ist denn da los? Kuckuck. Der hat mich echt ultra hart. Das ist der Kerl, ne? Achtung. Ja, durchgeschmissen. Einfach durch Cotsworth. Boom. Warum kannst du eigentlich an Cotsworth vorbei? Nächste Achtung, Granate. Oh Gott. Ich glaube, das ist eine krasse Wumme, die der da hat. Die müssen wir uns vielleicht snacken. Der hat uns doch vorhin einfach... das ist doch... der hat uns vorhin einfach weggepimmelt. Des Killers, alles klar. Das gehört schon mir, okay. What the fuck? Ich hab mein Zeug an. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es live. So. So. Kurz loaden. Boom. Okay. Er hat hier... irgendeine panzerbrechende Geschichte am Start. Das ist natürlich echt krass. Also, wartet mal. Ach. Guck mal hier. Das ist eine automatische 10mm Pistole. Die ist 137 wert. Die behalten wir mal. Was hat unsere 10mm Pistole? Die, wie haben wir die genannt? Achso, das ist die... Ach Gott, bin ich behindert. Sorry, Leute. Sorry. Manchmal trifft es mich einfach wie ein... ja. Das heißt, wir sind jetzt nackt, ne? Die Käfigrüstung ist einfach ultra. Diese Käfigrüstung. Realität in Menschen um 50%, aber die Käfigrüstung ist einfach der Bringer. Die ist einfach krass. So, Cosworth, du bist noch am... Ja, okay, ist wieder da. Gelbe Tischlampe. Kaputte Lampe. Die Lampen haben wohl doch nicht das dabei, was ich suche. Wir suchen ja, glaube ich, nach wie vor Kristalle, beziehungsweise haben Kristalle angewählt als suchende Objekte, sodass das Spiel uns die Items, die das enthalten, automatisch markiert. Nee. Ich bin einfach ein Held. Ich muss den nicht spielen. Ich bin schon einer, echt. Bitch. Come and get you. Weil das ist die. Hat die gerade eben hier zu viel gesoffen? Ne, die ist ganz unten. Ich glaube, die ist echt ganz unten. What? Hä? Hallo? Wo ist denn die Olle jetzt hin, die gerade gelabert hat? Die kann doch nur hier unten sein. Oben waren wir ja schon überall. Oder kam die rein? Ne, das kann sein. Okay, ultra. Oh, ultra merkwürdig. Dass die hier gar nicht da ist. Das ist bestimmt die, die uns vorhin auch einfach so angegriffen hat, aus dem Nichts heraus. Und dann es geboxt hat. Beziehungsweise niedergestreckt mit ihrem Billardkö. Ja, komm, ja. Das wär's. Das wär's. Sehr schöne Musik. So schöne Musik. Ja, ich wäre ja gerne oben aufs Dach gegangen, auf der einen Seite. Halt, da haben wir noch was. Was sagt denn hier der Fahrstuhl? Achso, der ist ja gar nicht vorhanden. Warte mal, der kann doch jetzt hier nicht sein. Erdgeschoss. Der ist doch eigentlich... Achso, ja gut, doch. Erdgeschoss. So, nach oben. Nach unten. Nee, nach oben.
Weiter, weiter, weiter. So, bing. Wir sind ganz oben angekommen. Und wir haben gesehen, es gibt eine Verbindung, einen Verbindungsweg. Hier waren wir zuerst. Das heißt, der Verbindungsweg müsste dieser hier sein, genau. Jetzt sind wir auf der anderen Seite und hier müsste es auch nochmal irgendwie rausgehen oder weiter hochgehen auf das Dach. Und das ist wahrscheinlich hier hinten der Fall. Na? Ja. Ach, die ist über uns. Ich sehe sie auf der Karte. Wo die Feinde circa sind. Oh. Der Headshot ging ins... Ah, Kreuzfeuer. Blockmetall. So, alles klar. Jetzt reicht's aber, ja, sehe ich genauso. Irgendwann reicht's auch, ne? Oh, diese riesigen Kaffeemaschinen. Die Espresso-Maschine. Ah, wow. Weiß ich. Ja, und da geht's auch schon raus. Und da wollen wir auch hin, nicht wahr? Hier die Moral in deiner Werkstattsiedlung. Werkstattsiedlung. Desto produktiver sind die dortigen Siedler. Ja, schön für euch, ne? Aber was macht ihr denn bitte schön für mich? Ich glaube, ich kann so Sammelstätten aufstellen, dass sie irgendwie Materialien sammeln, oder wie war das? Aber es kostet, glaube ich, auch durchgehend irgendwas. Ich muss mich. Damit beschäftigen wir uns dann, wenn es Zeit ist. Ich würde sagen, im Moment ist es wichtig, dass wir hier einfach rangehen und die ganzen Raider zerfisten, ne? Das darfst du halt einfach nicht vergessen, dass wir hier eine Aufgabe... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war... Was ist denn? Der hat einen Hut auf. Der hat eine Hunderüstung auf. Für den Kulwin. Oder warte mal. Gott, passt er da zufällig durch? Bye bye. So. Wer hat Angst? Oh Gott, dieses Dach. Wir gehen jetzt mit dem Fuß in der raus. Cutsworth, ja, sehr gut. In der raus schreien. Kommen wir von hier oder können wir von hier dahin gucken, wo die. Ja, die Mutants. Die haben wir echt voll zerstört. Die waren ja ultra im Nachteil, die Mutanten. Die hätten ja schon die ganze Zeit gekillt werden können von hier oben. Hoppa. Sehr schön. Echt cool hier oben. Haben sie sich schön aufgebaut. Solche Sachen gefallen mir auch sehr. Oh. Hier haben wir einen schnellen Weg gefunden, um hier hochzukommen. Oder auch um runterzukommen. Sehr gut. Was ist denn da unten ab? Das sind irgendwelche Blähfliegen. 3%, 4%. Easy. Achtung. Okay. Oder auch nicht. Ist hier immer noch was Wichtiges versteckt? Ich glaube nicht. Ich speichere jetzt nochmal kurz richtig und würde dann doch lieber so zu Fuß hier runtergehen und gucken, was in der Basis da unten noch so abgeht, in dieser Raider-Geschichte. Oh ja. Das Ding kann wahrscheinlich nicht hochschießen, doch kann es, okay. Ich bin irgendwie fast tot. Habt ihr das schon gewusst? Wie konnte das jetzt passieren? Ja, Hundefutter in der Dose nehmen wir noch zu uns und natürlich... Ist es jetzt schon gekocht, das Meyer-Fleisch? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ribeye Steak. So. Würde ich darüber kommen? Könnte ich darüber springen? Wenn ich, also ich sollte dann doch, glaube ich, eher gucken, dass ich da drauf springe, da unten. Aber das könnte auch nicht reichen. Was ist denn da vorne noch in die Richtung? Und, oh. Ich sag bloß, die Frau ist doch da. Oh, sehr gut. Das ist nochmal ein Stückchen tiefer. Und dann drücken wir uns halt einfach, um Gottes Willen, ins Dimpack nahe kommen. Ja, easy. Stinkpack. Hier. Oh, das bringt aber deutlich weniger, als ich vermutet hatte. Auf 0 habe ich die liegen. Das müssen wir uns, oder muss ich mir auch merken, also für den absoluten Notfall, dass ich da auf 0 ja die Stimpacks liegen habe. Und da haben wir auch schon unseren Fahrstuhl, der jetzt... Ah ne, ich dachte, der komischerweise wieder unten ist, aber...
Ist nicht unten. Oder sah zumindest eben nicht so aus. Ha, da ist noch was. Raider. Keine Ahnung. Oh, und ein Siedler. Shit. Siedler haben immer Süßkuchen dabei, das müsst ihr euch merken. Das sind so richtig verschnägte Bangert. Ah, Lenkrad. Ich dachte, da wäre irgendein Zeichen auf dem Boden. Ja. Jetzt haben wir ja schon eben gesehen, dass wir nach da hinten hin... Oh. Dass wir nach da hinten hin wohl nochmal eine coole Möglichkeit haben, um ein paar Blähfliegen zu zerstören. Wobei der Valentine hier oben sitzt. Genau in die andere Richtung. Da unten lang. Ne, ich würde sagen, die Blif... Oh, oh, noch... Oh, shit! No! Oh, Cotsworth, das tut mir echt... Oh, shit, der Truck. Gleich machst du ein riesiges Badaboom. Oh, oh, oh. Da kommt er. Cotsworth, schnell, schnell. Oh, shit. Was war denn das jetzt? Das sind zwei Autos, die gleich hoch... Oh! Das ist echt hammermäßig, wenn die Teile hochgehen. Komm, wir gehen noch ganz kurz zu diesem Häuschen. Das sind Sachen, die kenne ich einfach noch... Oh. Die kenne ich einfach noch nicht. So. Hallo, habe ich hier irgendwie kein Aim oder was? Oh, das sind viele. Das sind echt viele. Guck mal da, da kommt... Oh nein. Da kommt einiges auf uns zugeflogen gerade. Der Kotzwurf fliegt einmal drauf und die Blähfliege ist down. Erzähl mir keine Märchen. Ich schieß aus der Hüfte, ist in Ordnung. Wie bitte? Ich glaube, ich muss die ein bisschen bombardieren. Erstmal mit ein paar schönen Granaten, einem kleinen Molly und so. Damit sie Bescheid wissen. Damit sie wissen, was da überhaupt oder wer da überhaupt auf sie zukommt. Hier. So, was sagt ihr dazu? Scheinbar nicht viel. Ah, das war dumm. Gucken wir, weiter fliegt. Vorsicht, Sir. Ich glaube, wir werden schaffen. Wir werden nicht erfolgreich, wir werden angegriffen. Sage mal, ich bin echt der schlechteste Schütze hier im Commonwealth. Okay, hier. So. Jawohl, tot. Das ist eine krasse Blähfliege, oder was? Bye bye. Boom. 51! Die hat 51 gebracht, diese eine Blähfliege. Ich nehme das Zeug mit. Das ist ja so viel futtertechnisch, ist es ja einiges wert. Ja, jetzt habe ich das Redux hier, glaube ich, dann nicht genommen. Das habe ich nach dem Speichern genommen. Deswegen drücken wir uns das noch rein. Und natürlich auch so ein, haben wir nicht noch irgendein Todeskrallensteak? What? Achso, stimmt, wir haben ja ganz am Anfang der Todeskralle umgebracht. Habt ihr ja recht, habt ihr ja recht. Ist aber nicht schön hier, ist voll eklig verstrahlt. Ich frag mich, was das hier für eine Story hat, dieser Ort. Na. Bestimmt so ein, bestimmt diese Wahnsinnigen. Raider-Abschaum. Hier sitzen einfach nur zwei Raider, die sich die Haut wegbrutzeln lassen. Unglaublich irgendwie. Die, weißt du, mit dem Ausblick auf diesen widerlichen See. Wow! Okay. Das greift einfach Kurzmann an und mit mich. So, zack. Ist da noch irgendwas hinten dran versteckelt? Weil das sogar mich. Gut, das ist runtergebrochen. Der ging einfach eine Brücke drüber. Und das hier unten ist dann dieses Kackloch. Ich passt auf, mal gucken, wie viel Strahlung in dem Wasser ist. Das geht ja eigentlich. Hatten wir nicht schon plus 20? Okay, ich habe da irgendwie mit mehr gerechnet. Naja. In die Richtung ist der Valentine, haben wir gesagt, oder? Genau. Wir kommen praktisch jetzt von hinten an ihn ran. Also nicht speziell an ihn. Aber... Ah. Was ist hier los? Okay, ich glaube, da haben wir wirklich einiges für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.